Sprich deine letzten Worte, Mann! Ey, was geht hier ab? Was ist ein Pistol Raid oder sprich deine letzten Worte, hab ich gesagt! Los, sprich sie! Also mein Laune ist wirklich auf dem Nullpunkt. Auf dem Nullpunkt. Okay, ich dachte, sonntags wäre immer eine Besprechung, deswegen dachte ich, heute wäre eine. Sind Sie heute Abend um 21 Uhr noch auf der Insel? Ja, ich muss hier schauen, wie es diensttechnisch vereinbar ist. Haben Sie ganz kurz Zeit, für, dass ich meinen Plan erläutern kann? Das dauert so 2 Minuten. Schießen Sie los. Also, ja, ich hau meine Frau ab und zu. Aber ja, wenn ich will. Danke. Und das Ding ist, ich mag dich schon recht gerne so. Also ich bin eigentlich nicht so der Typ, aber ich möchte dich schon heiraten. Und jetzt habe ich halt so einen Antrag geplant. Und da ist jetzt heute Abend um 21 Uhr die Generalprobe. Das Ding ist, ich möchte es natürlich ein bisschen besonders machen. Und das Ding ist, ich weiß ja, dass sie die Leuchtfackeln haben. Ja, und die können sie auch nicht den anderen Leuten geben. Die sind ja an sie gebunden sozusagen. Bekommen sie Ärger. Und jetzt ist die Frage, da ich schon einen Sanitäter habe um 21 Uhr, der einen Bengalo halten würde. Also ich habe mir vorgestellt, so ein umgekehrtes V aus Autos und Menschen, die meine Frau dann auch kennt. Und am Ende steht dann ich, wo ich einen Antrag machen würde. Und da müssten dann 2 Bengalos stehen. Einen links, einen rechts. Und jetzt würde ich sie als Friedensangebot, würde ich ihnen sagen, passen Sie auf, Sie geben mir Ihre Nummer. Und ich rufe Sie dann so gegen 20.45 Uhr an, wo der genaue Treffpunkt ist. Und dann könnten Sie da ganz vorne mitstehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie mir die Ehre überreichen möchten. Je nachdem, wie viel los ist, müsste es noch einmal halt abklären, ob das dann in Ordnung ist, dass ich dafür dann halt die Fackel benutze. Ja. Aber ansonsten sollte es gar kein Problem sein. Okay, cool. Stimm mal vor. Okay. Kannst du mir erklären, warum dein Auto da steht und der AMG weg ist? Nee. Da, wo du parkst, da stand mein AMG. Da, wo jetzt der... Da stand der AMG. Der war frei, ja. Ich finde ihn auch nicht mehr per GPS. Hast du mir die Schlüssel entzogen? Hey, nein. Ach, hör mal, Kevin, als wenn ich dir einfach den Schlüssel abnehme. Warum? Hä, der ist jetzt Pillbox Hill. Ach, du Kleiner. Hä? Du hast den da hingefahren. Hä, was? Nein. Okay, was möchtest du mir mitteilen? Du bist nicht ohne Grund hier und scheißt dich wie ein Ninja von hinten an. Ich will dir eigentlich gar nichts mitteilen. Ich habe eigentlich gerade nur deinen Auto gesucht. Ich habe einfach nur mein Auto geortet, habe gesehen, übrigens schon seit ein paar Tagen hinter mir. Dann bist du reingegangen, habe ich gesagt, komm, klaust du mal deinem Sohn das Auto, mal gucken, wann das merkt. Ja, das war schon ein bisschen auffällig, dass dein Auto da genau da steht. Dann wusste ich auch du ganz genau. Nicht mal Also, Baba, was ich mir noch erzählen wollte. Ja, du wolltest mir was erzählen. Warte, ich muss erstmal mein Geschenk machen. Ich rieche wieder Korruption. Mhm. Tja, Papa, ne? Man sollte immer daran denken, sein Auto abzuschließen, du kleiner Wichser. Nächstes Mal abschließen, Junge! Da geht die Laune wieder nach ganz nach oben. Guten Tag, Sie sprechen hier mit dem offiziellen Anrufbeantworter von Kevin Hilton. 9, 8. Ich würde auf der Autobahn, ich warte zurück. Papa, du wolltest mir eine Lektion erteilen. 5. Und hältst dich an deiner eigenen Regel nicht. Ich bin fast da. Ich bin 1,9. Ja, 1,7. 1,5. Komm, Bruder, komm, lass ab von jetzt. Komm. Das ist ein Fall, der steht hier. Der hat meinen Arm geklaut, der Wichser. Helden, ist das ein Moment, wo mein Taschentuch braucht? Hast du gerade deinen Vater angefangen? Ich habe gerade die Wand. Ich wollte dich stoppen, damit du dein Auto einsteigen kannst. Einmal Pillbox Hill, ganz schnell, bevor der den AMG holt. Endstack, also, 500 Resub. Aber bitte rechts ranfahren, Überfall, rechts ran. Was ist denn mit diesem AMG-Fahrer, du? Immer diese Rowdy zum AMG. Ich hoffe, der steigt jetzt mal aus hier, dieser Rowdy. So ein Rowdy ist das hier, aber. Bring dich um. Sei mal zu uns rüber. Der hat mir den Schlüssel entzogen. Der hat den Schlüssel entzogen, der Assi. Von euch zu 26. Ja, Hilton, hat das einen Grund, dass Sie die Einbahnstraße langfahren? Weggerammt wurden, wie Sie unschwer gesehen haben, vielleicht? Ach so, ich habe nur den anderen Wagen fliegen sehen, was ist das? Ich bin genauso geflogen, ja. Ah, okay, aber wir sind ja trotzdem in der Einbahnstraße. Ja, weil ich in diese Einbahnstraße reingerammt wurde, Herr Officer. Ah, was ist der Gegenpartei dazu? Was kniet ihr oder so? Ich möchte bitte den Schlüssel wieder zurückhaben, Papa. Kriegst den Schlüssel nicht zurück. Warum nicht? Weil du mich sehr, sehr sauer gemacht hast, mein Sohn. Warum? Fandst du das nicht lustig, dass du mein Auto wegfährst aus Witz und dann fahre ich da jetzt auch aus Witz weg oder ist das nicht lustig oder was? Achso, das findest du witzig oder was? Guck mal, ich demütige mich doch schon, indem ich hier knie. Du weißt doch, ein echter Hilton muss doch in AMG fahren. Ja, ein echter Hilton kniet sich auch nicht vor andere Leute. Bist du jemand anderes? Du bist doch Papa Hilton. Ja, daher mein Sohn.
So will ich das hören. Also scheint das hier eine Familie der Sache zu sein? Also hier in Augenschein richtig, der Polizisten, Papa. Dann, entschuldige ich was, dass sie das mit denen klären. Okay, entschuldige ich mich wirklich von ganzem Herzen, dass ich... Jetzt kommt. Hallo? Konnte ich mal so... Guck mal, was er für seinen Arm haben will. Ich knie immer noch hier, wo du wegkommst. Wo ich dein Herz gebrochen hab. Ja, ich knie hier immer noch. Immer noch am Knien, oder? Ja, ich hab mich nicht, keinen Meter bewegt. Wir haben uns beide nicht bewegt. Wir knien immer noch. Was ist denn los, mein Sohn? Hast du mir was zu sagen? Dass das doof von mir war und dass es mir wirklich sehr leid tut. Und ich, dass ich dringend den AMG wieder brauche. Nimm ihn in den Mund. Mit Eier. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja gut, hier, mein Sohn. Geh mal deine G-Klasse an Pillbox abholen. Papa, warum steht da hinten ein pinker AMG? Das ist nicht dein scheiß Ernst, Mann. Ja, Papa? Ein Tag wird diese Lackierung auf diesem Fahrzeug bleiben. Ich komme zwischendurch und probieren, ja? Und müssen diese Farbe ändern. Warte da. Bis morgen. Muss ich auf die Uhr schauen. 22.15 Uhr. Dann entziehe ich dir den Strafe. Du darfst die Klasse weiterfahren. Viel Spaß damit. Papa, hast du den Diamanten dabei? Negativ. 22.40 Uhr. Ja. Treffen wir uns. Da brauche ich den Ring. Alles klar. Erzähl mir doch mal, was hast du eigentlich vor beim Antrag? Ja, also ich rufe so Freunde von ihr an, Freunde von mir, dann zwei Sanitäter, die mit Bengalos dann vorne stehen sollen, dass es ein bisschen cool aussieht. Dann sollen Autos wie in so ein umgekehrtes V, weißt du, ich meine? Also irgend so ein nicer Ort vielleicht, dann so ein umgekehrtes V. Und dann soll ich am Ende des V stehen und noch die zwei Bengalos. Und dann ja, rufe ich sie einfach hin und dann kommt sie so rein und dann wird sie schon was checken irgendwie. Was hältst du davon, wenn wir deine Frau kidnappen, die mit einem High-Class-Helikopter fliegen und ihr vorne an der Yacht aufgebahrt sein? Ach du Scheiße. Dann auflesen. Papa, was würde ich auch noch nicht machen? Das ist wie in alten Zeiten, Junge. Junge, ich weiß doch, wie es läuft. Okay, also wer würde die entführen? Ach, ich würde einfach ein paar Jungs zusammentrommeln, dass wir die da schon irgendwo entführen. Du musst sie irgendwo hinlocken. Wir machen das locken, gleich. Dann machen wir es heute. Machen heute. Oder so, ne? Und dann entführen wir sie da und dann fliegen wir sie zum Airport. Da kriegen sie dann zur Yacht. Dort wird dann quasi die Hochzeit standhalten. Okay, also dann landet ihr da, aber dann verstecken wir uns erstmal alle drin oder so, ne? Ihr sammelt euch dann alle auf die Yacht, holt sie, die werden die dann irgendwo hinlocken, fliegen sie dann mit dem Bild zu euch rüber und dann machst du auf der Yacht deinen Heiratsantrag. Okay, alles klar, ja, machen wir so. Versteckt euch dann alle unten im Maschinenraum, okay? Ja. Weil, Diana, wenn ich ohne Navi fahre, dann weißt du, wie das überläuft. Ja, hallo, wer ist da? Wir machen das nicht am Würfelparker mit Backwaffen und alles. Bist du doof? Ja. Sag, ihr fahrt zum Mechaniker. Komm einfach auf die Idee, wir fahren zum Mechaniker. Ich muss das Auto umlackieren. Ja? Weißt du, wo der Mechaniker ist? Okay, also ihr wollt Kevlar fahren, aber wo ist das denn? Weil dann komme ich dann gleich, ich muss kurz Diana hinbringen, dann komme ich dann zu diesem Kevlar. Wo ist das denn? Kannst du mir Standort schicken? Ich schick dir gleich einen Standort, wenn wir am Mechaniker sind. Okay, dann fahrt ihr jetzt schon mal Kevlar machen und schickt mir einen Standort, wo das ist. Dann komme ich da jetzt gleich hin. Okay, alles klar. Okay, Diana, also jetzt Real Talk. Ja? Ich habe wirklich was vorbereitet. Das Einzige, was mir meinen Plan ein bisschen kaputt gemacht hat, ist, dass mein Vater dieses pinke Auto gemacht hat, weil das ein bisschen lächerlich wirkt. Deswegen, pass auf, ich färbe das jetzt kurz schwarz, weil es muss ein bisschen schicker aussehen, für das, was ich jetzt gleich vorhabe. Was hast du denn vor? Ja, Diana, denkst du wirklich, wenn du mich fragst, was du brauchst, dass ich dir dann sage, ah, übrigens das und das und das und das, das? Hast du Geld dabei? Ich hoffe, hier ist ein Bankautomat, Alter. Ja, beim Abschnittdienst ist doch einer. Nee, ich hab ja noch 4.000 dabei. Oh, nein, nicht Jungs. Ey, Jungs, hört mir bitte nicht jetzt. Hallo? Halt die Fresse, die Frau steigt aus. Ich schwöre, bitte nicht jetzt. Steig aus, du hast 5 Sekunden. Ich habe was geplant. Ey, bitte nicht. Jungs, ich schwöre, ich habe was geplant. Nimm deine Hände auf 5 Sekunden. Jungs, ich schwöre, ich habe was geplant. Das ist wirklich wichtig. Bitte. Ihr versaut meinen ganzen Namen, bitte. Ich schwöre. Komm weiter. Sag einfach, was das Problem ist. Hier in die S-Klasse einsteigen als Beifahrer. Oh mein Gott. Ey, ich schwöre, ihr seid so Ottos, Alter. Halt die Fresse! Wer da rumlauert, halt die Fresse. So, du steigst jetzt ab. Es ist so unnötig, Alter. Halt deine Fresse und verpiss dich! Jo, Funk, scheiße, Mann. Diana wurde gerade entführt. Fuck, Digga. Ich komm jetzt dahin. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich komm jetzt dahin. Bleib da. Ja, okay, scheiße. Ja, wir warten hier auf dich.
gewinnt. Okay, ich komme jetzt. Alles geplant. Ich komme jetzt. Die ist entführt. Also ist alles, läuft alles nach Plan. Die schreiben mir vorher. Also Dings, ich bin jetzt. Die fahren jetzt erstmal zum Flughafen, machen jetzt ein bisschen Palaver mit der. Ich komme jetzt zu euch, dann machen wir kurz Generalprobe. Ich sag, wir was kurz machen. Und die schreiben mir vor. Also ich bin jetzt in 5 Minuten da. Zwei Minuten. Klar. Wir sind unten in die Motorraum. Ja? Okay. Du musst bewegen, der fitte Arsch unten im Motorraum. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Alles ist vorbereitet. Okay. Wo ist Rayo, wenn man ihn belauscht? Sind die Gäste hey, Jungs, da? Alle unten. Den Standort ja. Gesendet? Mich erschrocken. Endlich! Okay, jo Jungs. Mach mal Hände hoch, wenn mich alle... Können mich alle hören? Ja, ne? Ja, Mann! Folgender Plan, die ist gerade entführt, mein... Sehr gut, da vorne sind die Begados, sehr gut. Mein Vater entführt die gerade, also die fahren jetzt erstmal zum Airport, dann wird ihm der Helikopter hingebracht. Und sobald er auf dem Weg ist, schreibt er eine SMS. Ich werde ihm sagen, der soll dann mit ein paar Langwaffen mich bedrohen und auch hier draufbringen, keine Ahnung. Also seine Filme fahren, dass die jetzt hinrichten oder so. In der Zwischenzeit wird er mir dann den Diamanten geben. Und sobald es anfängt, ernst zu werden, schreibe ich Ivan oder irgendeinen von unserer Truppe, der dann Bescheid sagt und dir sagt, okay, wir können hochgehen. Dann bitte so alle in einer Reihe geordnet irgendwie aufstellen, so einen riesen Kreis machen, dass es auf jeden Fall cool aussieht. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann mache ich da meine Filme. Ich hoffe, ich hätte das hinten nicht. Bleib stehen, komm her. Es ist zwar nur einer, aber den habe ich seit 3 Jahren fermentieren lassen. Ist noch mal ein Durchziehen, okay. Alter. Ey, Jungs, ich muss noch kurz durch. Ich soll mich oben als Geisel auch schon mal hinnehmen oder so. Ey, warte mal, soll ich kommen? Ich bin bewaffnet mit Langwaffe. Ich tue so, als ob ich dich bedrohe. Du darfst aber nicht reden, Schaban. Ist klar. Also echt nicht, okay. Papa, hallo. Lauf nach ganz oben und komm auf die Brücke gerannt, ja? Ganz oben auf die Brücke. Also ich habe jetzt zwei, die bedrohen mich mit Langwaffe, ist das okay? Ja. Okay, aber die, okay, bis dann. Tschüss. Langsam. Hierhin. Zu der Frau. Ich hab dir gesagt, du kleine Ratte, Mann. Du legst dich mit mir an, verdammt. Oder hast du... Hör auf zu lachen, verdammte Scheiße, Mann. Das ist kein Spielchen, Mann. Doch, dir lege ich jetzt Seile an. Dreh zu der Frau um. Ist das deine gottverdammte Frau, Mann? Nee, eigentlich sind wir noch nicht verheiratet. Du willst für all das, was du gemacht hast, büßen. Ich hab doch schon 1000 Mal Strafe bekommen. Ich erkenne dich da, Mann. Ganz gut zu. Ich erkenne dich da, Mann. Jungs. Ja, das ich sag dir eins. Du hast einen ganz großen Fehler gemacht. Du willst dich von dieser Frau trennen. Hast du das verstanden? Was ist, wenn ich das nicht mache? Boah, ich habe eine kurze Frage. Du wirst für deine große Liebe sterben. Also, mir müsste jemand die Handschellen abnehmen, dann... Ich werde es meinem Vater schreiben, dass ich ihn liebe und dann werde ich für Diana sterben. Ich werde ihn nicht verlassen. Kevin, du bist so blöd. Okay, er hat sich dafür entschieden. Warte. Letzte SMS, danach ist er weg. Ja, ich werde ihn nicht verlassen. Ohne Witz. Oh mein Gott. Bin so blöd. Kevin, hast du einen Knall? Geh auf die Knie, verdammte Scheiße. Hey, yo, Kevin. Mach Platz. Er soll hier in die Mitte. Und so. Da. Du bist direkt vor deiner Frau sterben. Ruhe, Hände hoch. Nimm die Hände hoch. Tritt nach vorne. Und an dich habe ich eine letzte Frage. Möchtest du eben so sehen, wie er stirbt? Oder willst du dich lieber umdrehen? Willst du ihn in die Augen schauen dabei? Kann ich seinen Platz annehmen? Du hast nur noch eine Möglichkeit, Mann. Sprich deine letzten Worte aus. Ja, habe ich das richtig verstanden? Ich muss Diana verlassen. Damit. Richtig. Sprich deine letzten Worte, Mann! Ey, was geht hier ab? Sprich deine letzten Worte, hab ich gesagt! Los, sprich sie! Diana, du bist die einzige Frau auf der ganzen Insel, die ich jemals hier irgendwie haben möchte und deswegen will ich dich fragen, willst du meine Frau werden? Eine Sekunde! Ja, genau, sie hat noch Scherze dann. Ey, nicht jubeln! Die Musik! Ich musste erst den Ring übergeben, warte doch erstmal. Oh! Hier ist dein Ring, Diana. Ich nehme euch alle auseinander, glaubt's mir. War das jetzt ein Ja? Nein. War das ein Ja? Nein. Sag das nochmal. Jungs, bedroht sie. Kevin, also, sag das nochmal. Mach Spaß, ja. Nein, warte. Ayo, die sind verlobt, nicht verheiratet. Hä? Oh, stimmt, wir müssen noch zur Kirche. Wir müssen erst noch zur Kirche. So, wo gib ihn es hin? Ich hab ihn verdeppt mit meinem Hund. Ja, Mann!
Papa, hallo? Hier, das ist noch ein kleiner Geldkoffer für die Hochzeit, ja? Kommt ihr mit? Jetzt direkt, oder was? Ja, komm direkt. Ich bin komplett besoffen, Alter. Mit, alle mit. Ich bin da, glaube ich. Ja, Jungs, alle zur Kirche, let's go. Jana. Ist das dein Schiff? Komm, 1 bis 10, was sagst du? 1 bis 10. Bist du bescheuert? 1 bis 10, wie sehr hast du geglaubt, dass du entführt wirst? Als ich, soll ich ganz ehrlich sein, ich Hakan gesehen habe, musste ich wirklich lachen. Ich bin jetzt nicht gekauft. Geile Aktion. Dachtest du nicht, dass die vielleicht mich dann auch ficken wollten? Alle zur Kirche, alle die noch nicht wieder bei mir. Ich hab mich auch geopfert, Diana, safe. Ey, Diana, als die Leute dich entführt haben bei dem Mechaniker, ne? Ja. Dachtest du dir so, oh wie krass, was für ein blöder Zufall, dass die uns das jetzt so versauen, oder wusstest du, okay, das hat jetzt irgendwas mit meinem Plan zu tun? Also, ich dachte mir einfach nur, dass ein hobbylose Spasten, die nichts Besseres zu tun haben. Ja, ich sitze im Green Tree, in Fresh. Ja, Mann. Deswegen war ich so angepisst. Ich war richtig. Yes! Ich hab einfach alles ausgelassen. Jana, ich wusste ganz genau, die Idee war von meinem Vater. Er meinte so, Entführung ist erst perfekt, weil Diana wird dann denken, das sind Leute, die dann das einfach versauen wollen, die das dann irgendwo gehört haben im Busch oder so. Und dann sind die gekommen, ich sag, bitte nicht jetzt. Und ich wusste, du wirst das glauben, dass das nicht von mir ist. Du kannst kommen. Ich glaube, sie waren mehr von mir, als ich von denen. Echt? Hast du jetzt dann beleidigt und so ein Shit, oder was hast du gemacht? Kevin? Wenn wir gleich die ganzen Hochzeitsgeschenke bekommen, ne, dann lass uns einfach in 2 Wochen wieder trennen und dann heiraten wir einfach nochmal. Und dann können wir so ein Hochzeitsbusiness aufmachen und sonst so kommen wir da über die Runden. Oh, das ist echt ein bisschen wow. Lelakshu, Alter, was geht? Grüßin Usch, alles zusammen. Ja. Sie für ihren Dämmen und Leben. Liebe Gäste, liebe Familie und Angehörigen. Herzlich willkommen bei der Hochzeit von Kevin Bank, Gurten und Diana. Wie heißt denn dein Freund nochmal mit Nachnamen? Diana Abchaka. Diana Abchaka. Familie und Angehörige werden eine kleine Sprache halten. Die erste ist die liebe Herr Schmidt, eine sehr verbundene Freund von unserer Gehilfin. Starten bitte, Hacker. Okay, also erstmal, ich danke euch alle, dass ihr so herzlich... erschienen sind, ne? Schön, dass ihr alle da seid. Ihr wisst, zu welchem Anlass wir uns heute hier getroffen haben. Und zwar ist es natürlich der schönste Akt im Leben eines Menschen. Und zwar darum, ich bin ein bisschen aufgeregt, tut mir leid. Mein Bruder Kevin Bengers und mein Bruder Herz Diane Abouchaka, die wollen heute heiraten. Das heißt, mit der Ehe kommen sehr, sehr, sehr viele Verantwortungen auf euch zu. Diana, bist du dir dessen bewusst? Also, wer wir heiraten, ist ja am Handy, das fängt schon gut an. Die Frage, bitte die Handy ausschalten, den Flugmodus. Mein Bruder ist raus. Ah, ich bin hier. Eine Sekunde, wir stoppen das. Die Bruder von die Frau ist noch draußen und wurde gut. So, sag Bescheid, wenn er da ist. Ja, kannst du schon anfangen. Nehmt euch das als Beispiel. Die Leute, die machen's vor. Ich habe 3-mal geheiratet. Das heißt, 1-mal darf ich noch. Die heiraten das erste Mal. Kevin, Diana. Ich weiß, ihr heiratet, um Steuern zu sparen. Das ist auch gut. Das ist auch gut so. Also das kann ich nicht ganz bestätigen von meiner Seite aus. Ja, ihr heiratet natürlich wegen Ehe und so, ne? Weil wir uns lieben. Okay. Natürlich, Leute. Natürlich. Heute geht es halt darum, dass diese 2 Personen hinter mir den Akt der Ehe eingeben. So, da wo du mich gerade unterbrochen hast, Diana, da kommt eine Menge Verantwortung auf euch zu. Das heißt, alles, Kevin, alles, was du dir jetzt während der Ehe kaufst und ihr euch später eventuell scheiden solltet, die Hälfte geht nicht an Arafat, sondern an Diana. Das ist okay für mich, ja, das ist okay für mich. Das ist okay für dich. So, dann hätte ich mal eine kurze, bitte, Schaban. Ganz genau, okay. Das ist für dich, mein Bruder Kevin. Heute sind wir hier ja in der Kirche. Und wenn ich komme, Bruder, bin ich eine Kirche. Kirschen sind lecker. Hakanabi auch. Ich komme angelaufen, gib dir Tritt in deinen Bauch. Ganz genau, was ist los? Die Leute, sie dancen. Guck mich an, wenn ich komme, Bruder, wirst du wegrennen. Du sagst zu mir, ich brauche eine Testo-Kur. Guck mich an, ich bin high. Wodka pur. Ey, yo, Hamudi. Was machst du, ja? Ja, wenn ich komme, mach ich dich zu meinem Mandala. Mal dich aus und zieh die Hose aus. Hakanabi, ich muss raus. Es geht weiter und weiter. Die Leute, die wollen heiraten. Doch guck mich an, gestern Abend war Kevin bei mir zu Hause. Und ich zieh ihm aus. Ich erzähl jetzt nicht mal Kevin. Dieser Typ, der war gestern bei mir drin. Er war bei mir zu Hause, ich warf ihn raus. Und guck mich an, Hakanabi hat Blaus im Kopf. Ein Topf, Hakanabi gibt den Kopf. Guck mich an, Bockblops. Slop, 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 drop, das ist Bass, so wie Snickers. Und guck mich an, ich chill immer noch auf Nicki Minaj. Und der Beat, der wird wieder still. Hakanabi, komme rein, Bruder, du bist still, du hast Angst. Und du rennst weg, wenn ich da bin. Hakanabi, trage kein Bling Bling, denn Leute sollen nicht wissen, dass ich rich bin. Guck mich an,
Let's Kind. Mach doch dein Hacken an. Letzter Part, Hakanabi. Guck mich an, wenn ich komme und ich rasier. So wie Gillette zu dem Abdi. Hakanabi kommt, Labdi. Okay, du hast Leiden System. Nein, wer ist hier im Funk? Ja, ich überleg dir gerade, wer redet hier? Du. Ich mit wie starten mit die offizielle Part von die Hochzeit. Meine sehr verehrten Gäste, Bekannte, Verwandte und liebe Familie, die Angehörigen. Ich mit... Warte! Darf ich noch eine Rede halten? Ja, gleich. Ich begrüße Sie alle hässlich, wirklich hässlich. Hallo, nicht vordrängeln. Und meine Bruder Kevin und meine Schwester Diana. Kevin, ich frage dich. Du bist hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Braut Diana Abushaka den Bund der Ehe zu schließen. So, antworte bitte mit ja. Ja. Ich will. Ja, ich will. Du wollen deine Frau lieben, achten und ihre Treue halten die Tage ihres Lebens. Du antworte bitte mit ja. Ich gebe mir Mühe. Ja, ich will. Die Frau, Diana, ich frage dich, du bist hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deinem Bräutigam Kevin Hurten die Bund der Ehe zu schließen. So antworten bitte mit ja. Ja. Ich will. Ich will. Nö. Was ist das für eine unprofessionelle Scheiße hier, ja? Somit, ich will dich nochmal fragen, Diana. Du willst ihn auch, deinen ja. Mann für immer lieben, achten und ihm die Treue halten, alle Tage deines Lebens. Ah, sie ist ungeduldig. Ja, ich will. Geht doch, ja. Oh mein Gott. Es geht ab. Die dürfen uns jetzt küssen, meine Damen und Herren. Du rufen jetzt deine Frau küssen. Einmal eine Klatsche, bitte! Hey. Ja. Dankeschön, Bruder. Danke für das Geschenk. Also, danke. Der Gunther hat dir noch was zu sagen. Warte mal. Gunther, du bist endlich still. Also, jetzt wollte man noch ein, zwei Hallo, Worte Papa, sagen zu der ganzen Geschichte. Ja, ich kannte Kevin schon sehr lange. Ich habe sofort an die Liebe zwischen den beiden geglaubt. Ich habe darauf vertraut. Ich habe das unterstützt. Ja, wie ein Freund sowas macht. Ich wusste, Diana von Anfang an ist die richtige Frau für Kevin. Ja, da gab es auch nie, auch nur ansatzweise irgendwelche Bedenken dran. Das weiß jeder, glaube ich, im Raum. Oh, ja. Und deswegen müsste es heute noch ein Geschenk an beide übergeben. Kevin, ich übergebe dir jetzt das Geschenk, was man braucht, falls man auch mal Stress haben sollte mit der Freundin. Und zwar, falls es mal Probleme geben sollte. Ja, gib ihm den Reiskocher, damit er selber Reis machen. Hey, das ist mein letzter Fang mich. So, und das war's von mir, Leute. Es hat mich so extra nochmal sick angezogen, bevor ich herkam. Herzlichen Glückwunsch, gratuliere euch beide. Dankeschön für den Fangkäfig. Fangkäfig, der Winter. Kein Problem für meine wahren Freunde, nur das Beste. Ehrenmann. Du bist ein Mann. Was mit Yeah! Glückwunsch, mein Sohn. Glückwunsch. Lass alle in den Club gehen, feiern, Jungs! Freibier! Freibier auf mein Vater, sein Nacken! Oh, das Bier, alles zu seinem Oh, mein Gott. Oh, ja, geil. Oh, ja. Oh, wie schlimmer das Kevin ist. Das ist so romantisch, wie wir tanzen hier, wow. Mach mal jetzt die Musik an! Mach mal arabische Musik! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about...